So, Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Video von mir. Ja, Leute, das ist für euch ein Video heute, wo wir über Partikel reden und ich euch das ein bisschen erkläre, sag ich mal, weil da echt vieles ist, wo man drauf achten muss und es funktionieren, wie gesagt, auch nicht alle Partikel. Ich will aber nicht so lange drum reden, Leute. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, Leute, da bin ich wieder nach dem Intro. So, noch an euch nochmal. Herzlich willkommen im Video nochmal an euch. Ja, Leute, wie gesagt, wir reden heute über die Commands. Es gibt da verschiedene Sachen, wo ihr drauf achten müsst, weil nicht alle Partikel funktionieren. Wie gesagt, da passiert dann irgendwie gar nichts. Es gibt auch Partikel, die den Server zum Lecken führen und machen und keine Ahnung, da ist so viel. Das habe ich. Am besten, ihr nehmt euch, wenn ihr das ausprobieren wollt, nehmt euch einen Kumpel zusammen und probiert die einzelnen durch. Weil für selber den Horst wird es nicht lecken, aber für die Spieler, die dann draufkommen, wird es rumlecken. Deswegen immer gucken und probieren. Ja, Leute, ich habe nämlich auch, wie gesagt, von Easy Gamer schon das Video gesehen. Da habe ich auch ziemlich geil, ja, was raus, ja, rausgefunden. Da hat er es eben halt gut erklärt. Da bedanke ich mich schon mal vorweg. Und ich werde ihn auch hier drunter packen, Leute. Auch wenn ich die Idee nicht von Ihnen hatte. Mit den Partikeln wollte ich ja schon länger machen. Aber nie Zeit gehabt, das aufzunehmen. Aber trotzdem, aus reinem Prinzip, werde ich hier drunten mal verlinken, Leute. Dann könnt ihr nämlich mal auf seinen Kanal auch vorbeischauen. Ich wollte jetzt gerade den Command zeigen, aber ich weiß gar nicht, wo der gerade jetzt hier drunter ist. Da ist er. Ja, Leute, ihr seht kaum was. Ihr seht das. Ich bin hier völlig durcheinander. Wir werden ihn mal zusammen eingeben, weil ich habe den auch noch nicht so ganz im Kopf. Wir werden jetzt mal kurz zu CityBuild 2 gehen, CityBuild 1. Wie gesagt, hier im Portalraum ist das auch. Hier seid ihr, also mit Herzen sind hier. Das funktioniert auch einwandfrei. Das werde ich euch aber zeigen, wie das funktioniert. Wir werden mal zusammen zu CityBuild 1 gehen und dann mal einen Block tiefer bauen. Und da den Command-Block hinsetzen. Wo habe ich den Command-Block? Wir nehmen den jetzt einfach. Ist ja ein Command-Block, scheißegal. Ein tiefer. Wie gesagt, noch ein. Nee. So, Structure-Block weg. Zack, setzen wir ihn da hin. Ich nehme Video auf. So. Dann werden wir das jetzt mal eingeben, Leute. Jetzt müssen wir nämlich. Warte. Ich muss selber einmal gucken. Ich habe mir die nämlich aufgeschrieben. Ich weiß die nämlich nicht auswendig. Und damit ich das euch besser zeigen kann, wie gesagt, ich rede sonst um viel hin und her hier, keine Ahnung. So. So, das müsste jetzt Slash, denn steht das da schon vorgeschrieben, das ist ja geil. Dann machen wir hier hinter Add A. Und jetzt mache ich den dazwischen. Dann braucht ihr nämlich nur noch Tag, Tag, Test, ist alles vorgeschrieben. Wie gesagt, ihr könnt auf Pause machen und denn euch das abschreiben. Das ist jetzt die, also hier die Zahl, wo ich jetzt bin, die Zahl, die ich jetzt hinschreibe, das ist die Reichweite an Blöcken. Wie viele Blöcke das in einer Richtung gehen soll und ja, wie weit eben halt. Das ist die Richtung. Da wollte ich jetzt aber nicht rein. Was ist denn jetzt hier los? Machen wir hier weiter. So. Dann haben wir das. Ich gucke nochmal nach auf den Screenshot, den ich gemacht habe. Das ist das. Wie gesagt, das ist die Reichweite, die Zahl. Die empfehle ich euch auch dahin zu schreiben. Dann macht ihr hier Leerzeichen. Und jetzt brauchen wir diese Wellen, sage ich jetzt mal dazu. Davon brauchen wir welche. Und dahinter Leerzeichen, dann schreiben wir dahinter Partikel. Partikel. Und jetzt dahinter kommt noch Minecraft, muss ihr dahin schreiben. Minecraft mit Doppelpunkt, seht ihr da beschrieben. Und hierhinter könnt ihr jetzt jeden einzelnen Partikel hinschreiben, wie die auch immer alle heißen. Da gibt es so viele. Ich werde euch unter meiner Videobeschreibung, Leute, werde ich einen Link reinstellen. Da sind die Partikel drinne. Wir werden jetzt aber mal Partikel. Wie gesagt, wir nehmen jetzt mal Portal war da. Zeige ich euch jetzt mal. Ja, es.
IC, da Basis-Portal-Partikel müsst ihr hinschreiben. Denn wenn ihr das habt, muss ich jetzt noch mal kurz zurückgehen, weil wir hinten noch nicht fertig sind. Jetzt kommen noch mal diese Wellen und die mit diese Wellen jetzt die Bedeutung dahinter bei diesen Wellen hat die jetzt. Das ist nämlich die Höhe, Leute, die Höhe, die ihr einstellen wollt, wie es bei euch am Körper ist. Ich kann es euch ja mal zeigen. Wir werden jetzt hier zwei Wellen hinmachen, haben wir ja schon. Dann schreiben wir hier jetzt mal, ich sag mal Höhe 5 und noch eine Welle am Ende hin. Und wenn wir das jetzt eingeben, da haben wir jetzt zwar Test stehen, wir müssen hier oben, wie gesagt, das müsst ihr auch mal ändern. Das ist das, wo ihr es programmiert. Das ist Test, weil wir gleich im Chat noch was eingeben müssen. Wir wählen jetzt hier POR. Also, ne. Was schreiben wir da hin, Leute? Partikel, Party, keine Ahnung. Wir schreiben jetzt einfach mal, wie gesagt, einfach nur zu zeigen, schreibe ich jetzt PA hin. PA, merkt ihr euch hier, bei den Tester. Da könnt ihr selber euer Wort hinschreiben, was ihr haben wollt. Was ihr schreibt da, Minecraft. Keine Ahnung, was euch einfällt, aber am besten was Einfaches, was ihr euch merken könnt. Und wir werden jetzt nochmal gucken, dass es alles richtig eingegeben. So könnt ihr das, wie gesagt, abschreiben. Da sind wir fertig. Dann könnt ihr jetzt per Wetzel-Entscheidung könnt ihr den anmachen, aber ich mache mal auf Wiederholen und immer aktiv. Dann seht ihr hier, bei mir ist nichts, passiert nichts, weil ihr das im Chat eingeben müsst. Das, was jetzt unten steht, das schreibe ich jetzt aber PA hin am Ende. Das ist der Name, den ihr da vorher eingegeben habt. Das ist der Name dazu. Und dann drückt ihr einfach nur bestätigen. Und jetzt sollten wir eigentlich rein theoretisch die Partikel haben, aber nicht alle gehen. Portal geht anscheinend nicht. Oder haben wir da was verkehrt geschrieben? Partikel. Slash etA Dingstag minus, da habe ich PA, Punkt R, AR, Strich 10, 30 habe ich da, Minecraft. Guck mal, Partikel geht anscheinend nicht. Also hier Portal. Doch, da. Ach, Leute, wir haben ja auf Höhe gesetzt. Mist. Guck mal, über uns. Mein Fehler, ich habe ja auf Höhe gesetzt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ihr seht das über mir. Wenn ich mich bewege, seht ihr da Partikel auftauchen. Wir werden das mal runterstellen, weil das ist zu hoch, damit ihr das besser seht. Gehen wir jetzt hier, zeige ich euch. 5 weg. Machen wir jetzt einzeln. Und dann wieder die Welle dahinter. Zack. Und dann immer drauf achten, Leute. Wie gesagt, ihr könnt das per Schalter machen. Aber ich habe immer aktiv und wiederholen. Jetzt seht ihr die Partikel da auftauchen. Portal. Die sind nur minimal, finde ich. Also sehr, sehr wenig. Ja, das gibt es ganz viele. Wir werden jetzt nochmal einen anderen eingeben. Ich werde mir nochmal einen anderen raussuchen für euch. Wir haben hier irgendwie so viele. Wir testen mal kurz durch. Flame, Portal, Smoke, Lech. Guck mal, wir gehen mal einen ganz einfachen haben wir hier. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Wie gesagt, Leute, vorab, es kann. Müssen nicht alle funktionieren, es können auch welche zu Lecks führen, das wisst ihr ja, das habe ich vorab schon gesagt. Weil nicht, dass ihr nachher in den Kommentaren schreibt hier, geht gar nicht, dies, das. Braucht ihr nicht reinschreiben. BLECACH, okay, das ist richtig. Ja, guck mal, doch, der geht. Wie gesagt, das ist ziemlich geil gemacht. Der geht jetzt. Jetzt werden wir den nochmal umschreiben. Wir probieren nochmal einen anderen. Probieren wir nochmal ein. Ich bin mal selber gespannt, Leute. Ich mache mit euch, wie gesagt, denn ist das Video heute mal ein bisschen in die Länge gezogen. Macht aber auch nichts. Was nehmen wir denn? Wir haben hier eigentlich, ich habe so viele Screenshots. Wie gesagt, ich werde es unter meinen Videobeschreibungen als Link reinpacken. Jetzt schreiben wir mal den da rein, mal gucken, ob der geht. Da bin ich jetzt selber mal gerade. FISCH. Wie gesagt, Leute, das davor mit Minecraft und die Striche und die Wellen, das alles braucht ihr. Ihr dürft nur das dahinter ändern, hinter Minecraft und diesen Doppelpunkt.
Da könnt ihr immer was ändern. Und eben halt da, wo die Zeilen ist, mit Höhe 30 und so, das könnt ihr auch ändern. Aber wenn ihr eben halt die Partikel haben wollt, dann müsst ihr das so machen. Klammern, POS und wieder, nee, Leerzeichen nicht, Unterstrich und dann kommt da wieder Partikel hin. War doch Partikel, ne? Ja, T, I, C, L, E, Partikel. Jetzt bin ich mal gespannt. Nö. Hier ist gar nichts anscheinend. Oder ist über uns was? Nö. Nö, hier passiert nichts. Schade. Der geht anscheinend nicht. Dann werden wir beim nächsten probieren. Wie gesagt, ich zeige euch einen, den finde ich nämlich ziemlich geil. Explosion. Wo haben wir den? Ich glaube, den haben wir schon mal eingegeben eigentlich. Welchen können wir denn noch nehmen? Leute, muss man immer selber gucken, da sind so viele Partikel, die ihr benehmen könnt und die, wie gesagt, funktionieren nicht alle. Zack, 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 Explosion. Head. Wir machen das mit den Herzen nochmal, da zeige ich euch das. I, A, R, T, Head. Dann kommt Unterstrich und wieder Partikel. T, I, C, L, E. Partikel. Da, jetzt haben wir hier wieder Herzchen. Da bin ich selber noch am gucken, welchen ich hier nehme. Aber das ist ziemlich geil, Leute. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht gewollt, in die Länge zu ziehen, aber es ist eben halt wichtig, mit euch darüber zu schnacken. Wenn ihr Fragen dazu habt, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte, wie gesagt, immer gerne drauf. Ihr könnt mich auch privat auf PS4 anschreiben und ich werde auch drauf antworten. Weil es ist auch ein bisschen kompliziert. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, da erstmal reinzukommen. Wie gesagt, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich damals auf Xbox schon oft gespielt habe mit Commands. Aber ich habe mich nie großartig mit Partikel-Commands und so beschäftigt. Ich habe immer nur Commands für, ja, dass das Server besser läuft. Und wie gesagt, da Einzelheiten, so kleine Spielkram und unnötige Sachen zwischendurch mal. Aber Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder Livestream. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.